nicht bewegen. Oh, ich habe einen ganz bösen Verdacht. Du wirst wieder eingesperrt. Oder ich werde in die Luft geschossen. Nein! Nein! Ich stehe auf. Nein! Oh, du Sack! Du, ich bin gestorben! Soll ich dir was sagen? Was denn? Das wusste ich. Und zwar abgesprochen! Ja, er hat mir gesagt, dass er dich damit trollt. Touch the northern light. We could leave the world. Hi und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider mit dem Andy. Ja, Lias, willkommen Hallo. Zurück. Du Bob der Baumeister. Genau, ich mach die andere Seite. Bauarbeit. Ach scheiße, ich hab noch ein paar Stufen. Wir machen jetzt nämlich die Front. Wir sind an der Front heute. Wir bilden jetzt hier Kriegs. Direkt bester Folgenbeginn. Folgentitel gefunden. Die Front. Die Front, genau. So wird es heißen. Wir hatten ja in der letzten Folge überlegt, ob wir Gesprächsthemen wählen, aber wir haben eigentlich immer eigene. Wir kommen mal, weil wir wollen, wie gesagt, das Spiel eigentlich immer als Vordergrund sehen. Das wäre echt doof, wenn wir hier irgendwelches Müll rumplappern. Ihr könnt ja trotzdem, ob ihr doch vielleicht Gesprächsthemen habt, die wir mal wählen können. Wir müssen ja nicht realistisch darüber sprechen. Wir machen das ja auf unsere Art. Hast du für Tropenholz? Stufen noch? Ach so, für den Rand, ne? Ja. So. Ach scheiße, muss ich mich ja auch wieder hochbauen. Brauchst du welche? Ich hab noch welche. Du hast noch welche. Okay. Ach, das wird ja wieder so komisch jetzt mit dem Hochbauen. Und jetzt wieder zwei hoch oder was? Ne, drei, ne? Ne, das passt gar nicht. Das eine muss nämlich noch Birke sein. Ach, hast du ja richtig gemacht. Also, scheiße. So, Hallo! Oh, ich bin runtergefallen. Oh, du armes Ding! Ja, ich finde das nicht so nett, dass ich da runterfalle. Hoffentlich hast du das Bein gebrochen. Ich habe mir den Hals gebrochen. Noch geiler. Ja, ich auch. Oh Mann. Ich baue mich jetzt so hoch. So. Der Deckel drauf. Ach nee, müssen wir eh kurz abmachen. Ja, mal wieder. So. Aber jetzt können wir ja schon mal. Ach nee, scheiße, muss ja die Seite auch noch. Jetzt bin ich hier auf dem Mario Bart Trip. 2, 3. Schick. Ich finde, sie sieht gar nicht so schlecht aus. Hm? Hier wohnen würde ich nicht wollen, so ist nicht, ne? Also, obwohl es mehr Platz als bei mir. Ist mehr Fläche. Oh Mann. Heute regnet es auch noch, haben wir ein Glück, ey. Vor allem, weil wir ja so ein riesen Dach haben, ne? Ja. Also, ein Dach mangelt uns halt nicht, ne? Ach, du guckst... Ah, scheiße, stimmt, da müssen wir ja auch noch lang. Ach so, willst du das, Mann? Das sieht ja cool aus. Das hat was. Obwohl, warte mal. Das eine wollte ich hier vorne... Hm? Das hier, das eine Glasstück vorne, wollte ich noch durch eine Stufe ersetzen und den Rest so lassen. Also die Spitze hier vorne, wo der Glasklotz da ist. Warte, ich komme gleich. Weil es sieht irgendwie sonst, weiß nicht, abgefressen aus. Guck mal, wer da steht, der furzt gerade und der tut immer so, als würde er gar nichts machen. Kaufverböserköpfe. Oh, Entschuldigung, wir haben vorhin drei verbraucht. Also es tut mir aber leid. Nicht! Tut mir leid, Kaufer. Mal gleich antworten. War lustig, in den einen, ich glaube in der vorletzten Folge oder so war das. Ach, weiß ich nicht mehr. Wir haben schon so viele Folgen aufgenommen, nicht. Nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Nee, scheiße, hier kommt der Glas. Naja, viele. Ich zähle schon nicht mehr mit. Welcher war mein letzter Fehler? Ach ja. Ich komme gar nicht voran, ich bin voll gestört, ey, gerade. Ich bin überfordert mit deinem Fenster. Also, Ich hab kaum noch Glas. Ich hab noch Glas. Ich hab noch ein bisschen Glas. Warte, ich muss was essen. Geh weg! Musst du auch wieder mit hoch. Ihhh! Tut mir leid! Ach scheiße, guck mal, wo das Glas gelandet ist wegen dir. Ich hab
hat eine Behutsamkeitshacke, glaube ich, bei. Danke. Wie gesagt, die Spitze mag ich nicht so, obwohl das kann man trotzdem so lassen. Ich finde, unsere Gebäude sind gar nicht so schön. Was mir nicht gefällt, ist das Holz hier. Dass man die Kringel sieht. Aber es kann, weiß ich nicht, vielleicht sieht es mit einem anderen Texture Pack auch besser aus. Also ich finde, ich habe es mit Absicht irgendwie so gemacht. Ja, aber es gefällt mir bei dem Texture Pack nicht, weiß ich nicht. Aber es ist auch Geschmackssache. Oder dass wir das rausstehen lassen, dass wir nochmal eine Schicht drüber machen. Also dass es so nicht so glatt alles ist, weißt du? Mhm. Ich teste mal, wie das aussehen würde. Da oben komme ich nicht ran. Weil die Idee finde ich ja schon cool. Und das kann man hier unten ja mit ausweiten. So. Doch, das hat was. Siehst du, ich bin auch kreativ. Tief, tief, tief. Manchmal. Oh, hast du nur eins draufgesetzt oben, ja? Wollte ich gar nicht. Du wolltest da, wo ich gerade hingebaut habe, hin. Ja, ja. Ja. Ich sammle mal dein Holz hier unten ein, ne? Das ist teuer erfarmt. Oh, wir müssen unbedingt farmen. Unbedingt wieder farmen. Hast du kein Glas mehr? Doch, doch. Ich habe doch erstmal nur die Tür da fertig gemacht, weil ich finde das mit dem Rausstehen cooler. Da kann man auch, das, wie gesagt, die Klosterlampen schön einarbeiten. Ich weiß bloß nicht nochmal, wie das da drüben war, wie du es gemacht hast, diese, das Muster. Was ich hier schon vollendet habe? Ach stimmt, jetzt kommt ja, glaube ich, ne, wieder Stufen. Ach scheiße. Ja. Jetzt habe ich überhaupt noch welche? Ein paar, ja. Muss ich noch welche bauen oder hast du noch genügend? Also ich habe noch 26. Müsste eigentlich reichen, oder? Ja. Oh, da schreibt einer meinen Namen. Mitten aus der Folge. Das habe ich jetzt was per Zufall. Ich sehe, Leute, das kann sein, dass ich manchmal nicht antworte, dann sehe ich das aber nicht. Das ist nicht böse gemeint oder so. Ich achte dann meistens bei der Aufnahme nicht drauf. Ey, was ist denn für eine Kacke heute hier? I reg mich auf. Ich habe meinen Plumpsack gespielt. Muss mal was essen. Guten Tag. Das kann man so lassen. Das sieht jetzt soweit gut aus. Und warte mal, ich mache noch die Treppe weg hier. Die Treppen. Und jetzt hol ich mal Glowstone-Lampen. Klostein. Klostein, genau. Und den klatschen wir hier nämlich drei rein. Das sieht bestimmt auch cool aus. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Die waren, glaube ich, in der oben. Warum bist du da schon wieder? Ich hatte Hunger. Hat der nochmal was geschrieben, der junge Mann? Nein. Schade. Danke. Oh, die lecken so rum. Bei mir sitzt da gar nichts. Ja, also, weil die sich automatisch stacken. Da schreibt gerade einer privat. Och, bin überfordert. Ich schau dich über YouTube immer an. Och, das ist ja schön. Das ist cool. Danke. Ganz lieben Dank und schönen Gruß an. Oh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ho, Luft. Haloften. Loften. Haloften. Okay, schon. Wie gesagt, das gemeint. Nein. Okay, das zweite, das nehme ich noch, aber das, nein. 11 habe ich tonnenweise. Mit 11 kannst du mich nicht zumüllen. Das sind wie, das freut mich immer, wenn uns einer anschreibt. Oh, guck mal, da ist er. Ja. Oh, der freut sich auch, es ist süß. Guck mal, er sieht aus wie Man in Black. Man in Pick. Man in Pick, stimmt. Nee, Pick in Black. Pick in Black. Schwein in Schwarz. Ach, du hast die Lampe schon gemacht. Mann, du sagst es nicht, hätte er hier drin gedacht, weißt du? Das kommt vielleicht besser. Hier drin? Da, wo dieses Dreieck ist, weißt du? Ach, dass du nur da drin anfangen willst? Ich meine Behutsamkeitshacke nicht mehr mit. Doch, hab ich. Genau, und dann hier die Ecken. Und dann ist das nicht so klobig, weißt du? Ich hab mein Lieblingswort heute ist klobig. Also in den letzten Aufnahmen schon. Welche Ecken? Die unteren oder die oberen? Okay. Das sieht cool aus. Guck mal von Weitem. Sieht echt geil aus. Hat was. Sieht aus wie ein... Eine Spitze. Wie ein Schniepel, wolltest du sagen. Sektenkirche. Ja, stimmt. Fehlt nur noch so ein Kreuz im Fenster.
Das machen wir später, dann Kreuz. Wir sind eine ganz eigene Sekte, wir brauchen kein Kreuz. Genau, wir sind eine Sekte, keine Kirche. Sekte, genau, wir trinken gerne Sekt und und Tee. Und Tee, genau, mit Sekt. Wir müssen hier drinnen noch Lampen. Sekt-Tee. Ach nee, wir wollten die Treppen jetzt machen, ne? Bevor wir das Dach machen, finde ich. Ja, dazu brauchen wir Steinziegel. Also genau. diese grauen. Ich hab voll die Taschen voll, ich muss mal die Taschen nehmen. Wie kommt das Schwein da rein? Help me! Help me! Ach, Cave ist hier schon wieder! Wie kommt das Schwein da rein? Na, rat mal, wer hier rumgeistert. Das ist nicht Cave. Das ist ein Schwein. Ja, Cave hat's da reingepackt, denke ich mal. Schon wieder? Ich vermute mal, so sah das nämlich aber bei unserem Event hier, Mini-Event, auch aus, da mit den Fledermäusen und so. Ist es von alleine rumgefahren? Ja. Dann ist es Cave. Der trollt uns, ich fass es ja. Ich bin die Trollerin hier. Vor allem, er hat es jetzt abgebremst, hast du gesehen? Nein. Krass, Mr. Pig. Das ist so geil, oder? Wir hatten ja noch ein Schwein, das ist leider gestorben. Guck mal, es rammelt dich gerade, oder? Ja. Nope, schreibt er. Nope. Jawohl. Machst du wohl. Ah, Mist, genau. Wie? Warte. Ich kann das Schwein schlagen? Natürlich, das ist ja trotzdem normal Schwein. Das was hier auf der Insel rumlief. Ja, aber warum keine... Wir merken es ja. Okay. Mr. Schweinchen. Hast du es zugemacht? Ja. Reicht das gerade? Komisch. Heute ist Ostern. Okay. Wir werden voll abgelenkt hier bei unserer harten... Ja. Hör auf, das Schwein zu schlagen! Ne, denk dran, die Veganer beschweren sich morgen wieder bei uns. Da hab ich ja überhaupt keine Lust drauf. Na, die Veganer haben es auch nicht abgesehen. Die Veganer fressen unserem Fleisch das Essen weg. Ja, das finde ich auch voll schlimm. Ich würde auch mit ein Stück Fleisch in der Hand daneben sitzen, wie der eine YouTuber da. Würde ich auch die ganze Zeit einen Vortrag halten, ne? Dass es voll eklig ist und dass sie nur das Gemüse essen. Ja, vor allem ist es nicht gesund, die ganze Zeit. Nee, stimmt ja, weil bestimmte Vitamine ja im Fleisch enthalten sind, nur im Fleisch. Ja, eigentlich geht es ums Eiweiß, aber... Na, Eiweiß kriegst du ja auch aus Eiern. Dürfen sie ja auch nicht, sind ja keine Vegetarier. Schlimme ist, dass sie ja alle unbedingt ihr Tofu essen müssen, was eigentlich überhaupt nicht gesund ist für den Körper. Nee, das ist ja auch nur Sojabohnen. Das ist ja nicht mal gesund für den Körper, aber ja gut. Das will ich mal außen vor lassen. Ich esse lieber Fleisch. Sollen das machen, was dir glücklich ist. Genau, aber sie sollen sich nicht bei mir beschweren, bloß weil wir einen Arschgrinder haben, ja? Also ich kann ja nichts dafür, dass sie sich bei mir beschweren. Ich lasse sie ja auch im Frieden ihr Gemüse essen. Ich esse und jetzt schickt die Veganer schon jemanden, der uns angreift. Ja, ne? Deswegen, ich werde schon... Ne? Stirb, Veganer Unterstützer. Vegan-Krieger ist tot. Das ist er, wahrscheinlich ist er das Tier. Deswegen hat er sich als Schweinchen getarnt. Ja, ja. Nein, ich meine das Skelett. Ab Sandy bekommt man YouTube-Rang. Ab Sandy Abos bekommt man YouTube-Rang. Das ist genauer. Genau, die müssen meine Abo-Anzahl, ey, das müsste der Ehe mal hochschrauben. Ich finde, 5 Videos machen, wir sind... Du wolltest vielleicht... Oh ja! Ich wollte Fly, ich krieg jetzt Fly. Fly kann ich ärgern. Warte mal, was ist noch bei mir? Fly, ob ich das selber nicht bewegen? Oh, ich hab einen ganz bösen Verdacht. Du wirst wieder eingesperrt. Oder ich werde in die Luft geschossen.
Nein! Nein! Ich stehe auf! Nein! Oh, du Sack! Du, ich bin gestorben! Soll ich dir was sagen? Was denn? Das wusste ich. Und zwar abgesprochen! Ja, er hat mir gesagt, dass er dich damit trollt. Oh. Nicht bewegen. Haben wir es auch schon. Oh. Fly like a bird. Ohne Flügel. Was? Wie hobbylos seid ihr, dass ihr... Jetzt, das hast du jetzt nochmal, weil du vorhin gemobbt hast mit hobbylos. Dieser hobbylose hobbylose. Ich komme hier gar nicht zum Spielen. Ich wollte nur bauen. Wie ihr sehen könntet, ich habe einen Freiflug gekriegt. Einmal, ne, einmal hin und nicht zurück, oder wie war das? Ja. Einmal hin, alles drin. Genau, die Folge ist übrigens schon wieder zu Ende. Schon wieder? Ja, wir haben Besuch, der Haarloften 2 und der Psand Let's Play, den ihr ja schon aus der Wizard-Folge kennt. Ja, da so beenden wir auch die Folge. Und ich habe Hunger, jetzt fällt mir gerade ein. Ich habe heute nichts groß gegessen. Was machen sie da? Meinst du mit Half-Steps? Ja. Ja, aber das sieht doch komisch aus, wenn es eins hört. Ach nee, ja stimmt, das kommt ja noch in eine Stufe hoch. Mhm. Das ist cool, aber es ist glaube ich zu lang, ne? Ich musste drehen. Jetzt in die Richtung. Zwei? Zwei, drei? Ja, zwei reichen. Reichen. Gut. Oh, wie hast du das jetzt? Ach, du hast es an der Wand gesetzt. Wie hast du das gemacht? It's magic. Magic. Wollen wir hier unten lassen? Was willst du da unten? Ich mach einfach mal so. Ach, stimmt. Komm, ja, weil du musst ja erstmal und auf der anderen. Es gibt mir mal, aber ich mach den auf der anderen Seite noch eben, bevor wir die Folge beenden. Server, der Server sagt irgendwas. Server sagt Extreme PvP 3 sagen 40 User auch. Was? Ach so, Vorspieler, was? Cave Clown, der Server ist krank. Wir hatten doch über Spanner auf deiner Insel geredet. Also ich habe hier keine gesehen. Der Sam ist selber da. Gut, dann beenden wir mal die Folge. Ich mache jetzt noch die Treppe offscreen auf der anderen Seite. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Mit dem Andi wieder. Ciao. Und dem Sam Let's Play vielleicht, wenn er da wieder als Skin rumhampelt. Den verhauen wir jetzt. Der kriegt jetzt den Steak in den Fuß geschoben. Ciao. Steak. Bye. So, da machen wir zwei Reihen unten, zwei Reihen oben und der Rest alles Fenster. Ich würde sogar sagen, nur eine Reihe unten, und, ne, oder? Nee, zwei Reihen unten und der Rest am Fenster. Oh, du bist voll dominant. Ich bin die Dominante hier. Lass uns das in einem Domina-Contest austragen. Ja, das machen wir mit Peitsche und Gürtel und Stacheln und Slimeballs und Pistons und Keksmasters. Zuerst noch so voll realistisch und dann... Dann ich hab gedacht, wir wollten uns treffen und uns... Und jetzt wirst du in Minecraft dominieren? Den Mod, den kenne ich noch gar nicht. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Dass wir hier wie im Knast machen, hier Eisengitter als... Damit du dich heimisch fühlst. Genau.